30 Männlichkeit später. Yay, wir bekommen den Chaossturm, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, aber ich habe mir gedacht, ich mach's einfach mal. So, damit sind wir auf Ebene 3 oder ist es plus... Nee, plus 2 ist es jetzt der Eid. Dadurch kriegen wir das. Und sie redet, glaube ich, auch noch irgendwas anderes. Na klar, Liebes. Mal sehen, sagt er jetzt irgendwas anderes? Ich vernachlässige. Ich habe hier 30 Menschlichkeit geopfert gerade, du Depp, du. The eradication of mankind will be performed when this gate reaches 100%. Komm her, Kitty, 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 Kitty. Bei Let's Play Dark Souls. Ja, diesmal richtig willkommen zurück. Ich hatte das andere Video einfach mal zwischenzeitlich aufgenommen, weil ich das ein bisschen zeigen wollte, was da so abgeht. Und ich hatte mich kurzerhand entschlossen, auch die Menschlichkeit zu opfern, um diesen, ja, Flächenfeuerzauber zu bekommen, den ich total überflüssig finde. Genauso wie alle anderen Flächenzauber, die es vom Feuer hier soweit gibt. Ich habe ihn jetzt auch nicht drin, kann also jetzt auch nicht zeigen. In der Zwischenzeit, ich habe, ja, ja, ich hatte zwei Attribute noch auf Zauberei investiert, um neben dem Zwei-Slot-verbrauchenden großen Chaosfeuerball auch noch meine große Verbrennung mittragen zu können. Der Flächenzauberspruch, den ich mir eben noch geholt habe, verbraucht auch zwei Slots. Ja. Und warum mag ich ihn nicht? Ich kann es eventuell gleich mal demonstrieren. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das schaffe, was hierbei ist. Moment! Unsere Heldin hat schon mal wesentlich kleineren und leichter aussehenden Türen einfach mal mit massiger Kraft sich gegengestemmt und sie gerade so aufgekriegt. Und hier? Oh ja, hier, pling! Na, vielleicht hat sie fiese Fingernägel. Die Tür dachte, oh nee! Ja, ihr kennt das bestimmt, so. Wenn ihr einen guten Job macht und, ja, mehr muss ich nicht sagen. So, Hornistenring nehme ich jetzt mal gerade so einfach mit. Bewirkt, dass ich, wenn ich backstabbe oder irgendwelche Konter fahre, dass die mehr Schaden verursachen. Das ist jetzt mehr ein Test. Ich meine, auch von meiner Anzahl an, an Heilmitteln sieht das jetzt gar nicht so gut aus. Es ist ein JRPG. Die Waffen sind größer als die Helden, die sie tragen. Als die weiblichen Helden, die sie tragen. Oh. Hallo. Da drüben lebt ein Metzger. Moment, die habe ich alle getötet. Verdammt! Klonk. So badass. Ich liebe diesen Boss. So erhaben. Und geile Idee mit dem Messer in der Hand. Und, mal sehen, ob ich... Feuer, Feuer, Feuer! Feuer unter Bauch machen, jawohl. Ich muss mal gucken, ob ich ihn überhaupt packe. Und, Moment. Ja, er hat Angst vor mir. Es kann nämlich sein, dass ich mächtig aufs Maul kriege. Trink, trink schnell. Trink, trink, Brüderlein, trink. Scheiße. Wow. Anvisieren und feuern. Aua. Anvisieren und nicht sterben, bitte. Das ist das Problem. Trink. Trink schneller. Trink einfach. Und Zunker. So, immer in den drin stehen, ist es gut. Und ich wechsle mal. Nein, ich wechsle mal auf Feuer, auf das andere. Weil. Boah. Und nochmal. Feuer. Mach Feuer. Er ist, glaube ich, empfindlich. Oh Gott, nein, 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 weg, weg, weg. Ich will trinken, das letzte Stück. Hoppala, nein, nein, scheiße. Was macht der da? Er landet nicht auf mir, sondern in mir. So, Feuer, nochmal Feuer, schon, schon, schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn kaputt kriege. Gedacht, ich wäre viel zu schwach, aber durch meine mächtigen Feuerskills habe ich ihm gezeigt, wo die Pfote brennt. Ja. Weswegen habe ich ihn jetzt gemacht? Das sah jetzt für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, wahrscheinlich ziemlich random aus. Das ist das Grab vom Abgrundwanderer Artorias. Ich hoffe zumindest, dass er sich so nennt. Oder heißt der Astorias? Ich kann mir das irgendwie nie merken.
Und wenn wir uns dran erinnern, in den Ruinen von Neulondo habe ich ja einen NPC umgebracht, der so einen roten Kuckucksclan-Outfit, ein rotes Kuckucksclan-Outfit getragen hat. Und ich brauche, muss das Ding zweihändig tragen, weil ich für einhändiges Führen dieser Waffe hier zu wenig Stärke habe. Und ich habe gedacht, die nehme ich einfach mal mit, weil die sieht gar nicht mal schlecht aus. Jedenfalls der Boss in diesen Ruinen, hat er NPC uns gesagt, der lebt in einem Abgrund und den Sturz darunter überlebt man schlicht und ergreifend nicht auf normale Weise. Und dazu braucht man den Ring des Abgrundwanderers. Apropos Ring, beziehungsweise nicht apropos Ring. Es gibt ja noch einen zweiten Weg, von dem man kommen kann, um zu diesem Boss zu gelangen. Aber der ist ein bisschen länger, es ist kein Leuchtfeuer in der Nähe. Und es gibt drei Katzenbären, so nenne ich sie mal. Die sehen aus wie noch ganz große, ganz fette Versionen von diesem komischen Katzenviech, wo ich diesen Pakt hier mit den Forest Huntern, nenne ich sie jetzt mal, eingegangen bin, damit Shiva und sein Kumpane erschienen sind. Ja, die sind übel, denen wollte ich aus dem Weg gehen. Es gibt, abgesehen vielleicht von ein paar Seelen, die man finden kann, nicht unbedingt einen großartigen Grund, weswegen man da lang gehen sollte. Aber nochmal zurück zu den Ringen. Ich persönlich finde es ja sehr, sehr schade, dass das Spiel kein weitergehendes Skillsystem hat. Also, oder ich sag's mal Talentsystem, dass man einfach irgendwelche Talente hat, die man freischalten kann. Stattdessen werden irgendwelche besonderen Fähigkeiten, beispielsweise jetzt hier das super geile Artistik-Katapultschuss-Rollen. Dafür braucht man einen Ring. Ja, ich weiß nicht. Gerade bei so körperlichen Fähigkeiten finde ich es irgendwie sehr, sehr schade, dass das nicht nur ergreifend kein Talent ist oder sowas. Oder wenn schon kein Talent, dann, was weiß ich, als Goodie, wenn man, was weiß ich, die Beweglichkeit auf einem recht hohen Wert hat. Von mir aus auch mit der Einschränkung, du darfst nur 50% maximal deiner maximalen Traglast tragen. Ansonsten darfst du das nicht. Ja, so. Jedenfalls, mit diesem schnuckeligen Ring können wir nun den Boss in den Ruinen von Neulondo einheizen. Beziehungsweise, ja, wenn ich schon bei diesem schnuckeligen Hund, es tut mir immer noch in der Seele weh, dass ich ihn umgenatzt habe. Ich finde ihn einfach so ein herrliches Tier, so, ich weiß nicht, ihr bewacht das Grab und, ist auch okay und es ist, aua. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich meine, es ist so ein erhabenes Tier und ich finde ihn einfach nur klasse und knuffig und super und den will ich eigentlich nicht umbringen, aber ich muss es tun, um dieses Spiel zu besiegen. Also, scheiß drauf. Mehr tote Hunde. Ich meine Bäume. Ja, und ja, genau, ich hatte ja was zu dem Skillsystem gesagt. Ich kann es mal probieren, ob ich den Boss jetzt so schaffe, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Der macht mir auch noch genug Probleme bei Max, bei einem Helden, der verdammt gut aufgelevelt ist. Ich probiere es gleich einfach mal. Deswegen sehen wir uns in den Ruinen gleich wieder. Bis gleich. Obwohl, kurz damit es euch gezeigt ist, oder damit ich es euch zeigen kann. Ich habe das Murakumo auf plus 10 hochgebracht und sonst, ja, da stimmt, das Nodachi noch auf plus 10, aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge noch erwähnt. Und, ja, gut, die Peitsche lasse ich erstmal Peitsche sein. Pyromantieflamme ist, wie gesagt, auf plus 5 jetzt Maximum. Jedenfalls von der zweiten Flamme. Die hat hier bei dem Feuerschaden 60 statt 40, wie die hier. Und, das Adlerschild habe ich mal auf plus 6. Mehr Material hatte ich da leider nicht zu. Hochgelevelt. Und, ja, wir sehen uns dann in den Ruinen von Neulondo wieder. Bis gleich. Okay, ich bin in den Ruinen angekommen. Habe mir aber gedacht, Moment, genau. Das Ding hier habe ich zufällig beim Farmen, als ich diese grauen Borken gefarmt habe, bei den Skeletoren, gemerkt, dass ich das Ding übersehen hatte, aber ich habe es schlicht und ergreifend nicht gewagt, das Ding offscreen aufzunehmen, damit ihr nicht denkt, oh, ich enthalte euch irgendwas vor. Und die andere Sache, weswegen ich die Aufnahme jetzt hier direkt schon am Anfang oder von Anfang an starte, ist, ja, dass ich einfach mal den Weg oder den kürzesten Weg, den ich persönlich jetzt kenne, hier runter kurz demonstrieren kann. Das, was die Designer dieses Gebietes hier sträflichst vergessen haben, weswegen ich sie noch im Nachhinein entmannen könnte. Und wenn es Frauen waren, hätte ich sie noch entfrauen können. Sie schicken mir zu wenig E-Mails. Nein, das war eine Drohung, dass ich sie doch nicht entmannen soll oder so. Jedenfalls, hör auf, hör einfach auf. Nein, keine Seelen klauen. Ich meine Menschlichkeit oder was auch immer. Ja, Mann. Aua! Lass dich von hinten angreifen, Mann. So. Ja, jetzt darf ich schon wieder gleich eine Estus trinken. Ja. Wow, habe ich ein Schwein.
Hier habe ich beispielsweise gefarmt und hier hinter gibt es nämlich auch noch einen knuffigen kleinen Geheimgang. So. Sollte man nicht mit kann auch mit reinrollen diese Wände kaputt machen, beziehungsweise entzaubern. Aber ihr seht, eine kurze Brücke. Und wenn man an dieser Brücke vorbeirollt, ist man tot. Weil man nicht schwimmen kann, wie immer halt. Oder meistens. Moment, ist er hinüber? Wow. Was ist los? Die Droprate von den Dingern ist unterirdisch. Ich habe null Menschlichkeit im Pool. Ne, das war... Moment. Nein. Ich bin ein bisschen skeptisch, nachdem ich das erste Mal von einer Schatztruhe... sagen wir mal, nicht ganz so... schön empfangen wurde, wie es hier der Fall ist. Foreshadowing. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich weiß es bei weitem nicht, ob ich hier wirklich... Wozu braucht man diese roten gebossenen Augäpfel überhaupt? Ich weiß, ich könnte im Inventar nachgucken, in der Gegenstandsbeschreibung, aber... bin ich jetzt zu faul für... wofür ich nicht zu faul bin. Hab's hier wieder ins Inventar gerufen. Hier im letzten Stückchen vor dem Boss, nenne ich es jetzt mal. Und hier gibt es nochmal Geister. Zwei oder drei Stück und... normalerweise kann ich hier einfach dran vorbeirennen. Ach, komm. Nein! Nehmen... Aua! Nein! Ah. Anvisieren und feuern. Einfach feuern. Feuern. Oh Gott. Dann halt auf die altmodische Art und Weise. Komm zurück. Komm gefälligst zurück. Hallo. Kommt gefälligst zurück. Mit diesen Geistern gibt es ein kleineres Problem. Nicht nur, dass sie mich gerade irgendwie virtuell am Arsch lecken. Nein. Moment. Angreifen und... nicht von der Umarmung treffen. Hallo? Sterben? Oh, sie brauchen... Moment, ich bin gerade ein wenig entsetzt, dass ich irgendwie mehrere Treffer brauche, um sie zu besiegen. Was hab ich denn sonst gemacht? Naja, egal. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, hinter der Boss-Tür. Können sie mir auflauern? Ach gut, nein, nicht auflauern, aber sie können irgendwie... Manchmal ist mir schon passiert, dass sie mit in die Boss-Tür reingelaufen sind. Oh Gott. So, hör auf, hier rumzuspacken. So, mal sehen, droppst du wieder ein Dings? Okay, meine Glückssträhne ist leider vorbei. So, weswegen ich das hier so der Reihe nach leise, sachte und sachte hier mache, ist, hier hinten gibt's wieder einen Pudding. Und noch einen weiteren Skeletor. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den auch mit rauslocken kann, aber... hoffentlich bleibt der Typ da in der Tür hängen. Ja, sehr gut. So, greift dran vorbei. Ich weiß nicht, ob ich den Griff überhaupt überleben würde. Man kann mit den Finsterhänden, habe ich gelesen, die Viecher hier auch droppen. Mit dem schweren Angriff, auch bei Gegnern, macht man das gleiche und kann Menschlichkeit stehlen. Oh Gott, wie mache ich das jetzt am besten? Oh, oh, oh. Ja, sie können diese komischen Köpfe hier produzieren, droppen, whatever. Und die explodieren halt so. Deswegen, hör damit gefälligst auf. Nicht, dass es furchtbar schwierig wäre, aber... naja, muss ja nicht sein. So, jetzt nehmen wir mal wieder ein bisschen Abstand, weil er mit seiner komischen Speerzunge... Boah, ist das ekelhaft aus, das Viech. Richtig schön zulangen kann, wenn er wollen würde. Dann kann ich ihm... Zack, und... Ich möchte meine Pyromantie hier gerade nicht verschwenden. Das ist das Problem. In der Wand verstecken. Wie hat mich das getroffen? Egal. Zack, tot. Das Schöne ist, diese Viecher kommen nie wieder, wenn sie einmal tot sind. Es ist aber schade um die Seelen, die sie droppen, weil ich jetzt gleich wahrscheinlich sterben werde. So, deswegen... Ich kann ja eigentlich theoretisch einfach durchrennen. Wobei ich auch manchmal was in den Rücken kriege. Aber ich wollte diese Schatztruhe hier noch mitnehmen. Ja, dann kann ich, wenn ich sterben sollte und denke, es ist wert, es nochmal zu probieren, nochmal hier durch. Ach ja, ich habe noch kein Wort zu der Rüstung verloren, die ich hier trage. Das ist die ich bei dem Lavastrom-Dämon gefunden habe, damit er, also der hinter der Spinnenfrau, um ihn, ja, auf mich aufmerksam zu machen. Und ich habe die Teile davon angezogen, die besser sind als die Schattenrüstung, weil ich jetzt hier gegen die Könige... glaube, ich meine gegen den Boss, ich habe nichts gesagt, was es ist. ja, ein bisschen mehr Verteidigung brauche, aber ich glaube, ich werde es trotzdem nicht schaffen. Es ist einer meiner Angstbosse, um es so zu nennen, auch wenn viele sagen, oh, die sind ja eigentlich ganz einfach. Ganz, ganz einfach und ist im Prinzip ein Endgame-Boss. Deswegen ich ihn jetzt schon machen will, ich will es mal austesten. Ansonsten würde es gar nicht mehr so lange dauern, weil es von diesen Endgame-Bossen, die später freigeschaltet werden, aber... die anderen sind jetzt noch nicht freigeschaltet. Und es gibt einen Grund, weswegen ich das... ihn als erstes machen will. Ich habe den Ring von Artorias. Moment, jetzt gucke ich aber nochmal nach, wie der heißt. Ja, Artorias. Wunderbar. Wunderschön. Okay, habe ich doch nicht falsch ausgesprochen. Habe ich angesägt, um hier runter zu springen. Sonst würde ich diesen Fall nämlich nicht überleben.
Gott, wie ich diesen Boss hasse. Ja, man sieht hier quasi nichts, ist aber im Grunde auch unwichtig, dass man nichts sieht. Ja, irgendwoher kommt er jetzt? Ja, die vier Könige. Es sind vier Gegner, die quasi der Reihe nach auftauchen. Hallo, mein Freund! Aua. So, Moment. Schön in den Rücken erstmal. Und Feuerzeug. Sie teilen sich einen Lebenspool. Und sieht man, sie hat ja auch so eine kleine Leiste. Und den ersten versuche ich jetzt einfach mal mittels der Pyromantie. Moment. Der Pyromantie umzunutzen. So, jetzt habe ich davon nicht mehr viel. Jetzt warte ich mal, bis der zweite kommt. Okay, der sah jetzt gar nicht so schwer aus, aber das Problem ist, die haben... Wo ist er denn? Ach da, sehr schön. Die haben noch widerliche Attacken, die sie führen können. Oh Gott. Ihr seht, wie viel Schaden er mir gemacht hat. Einmal getroffen. Oh, oh, oder? Nee, doch nicht. Oh, oh. Das ist schlecht. Das ist noch schlechter. Er könnte mich jetzt umhauen. Trink was, schnell. Trink was. Wow. Okay, jetzt hau das Ding rein. Hau das Ding rein. So, wunderbar. Und nochmal. Und... Oh Gott, ich... Das Problem ist, ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Trink. Trink schnell. Oh shit. Oh Gott. Trink schnell. Trink schnell. Und dann lauf schnell ran. Weil das Problem ist, sie haben noch so einen widerlichen... Was war das denn jetzt? Was hat mich denn da jetzt erwischt? Okay, trink schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich habe nicht gemerkt, was mich da erwischt hat. Und jetzt hau was rein. Hau. Jetzt hau das Ding rein. So, und jetzt hau ich nochmal mit... dem Standard... Oh, ich glaube, der zweite ist schon da, oder? Ja. Und... Pff, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen... schwachsinnig kommentiere. Stirb bitte. Stirb. Okay, der ist hinüber. Trink ich was? Trink was, mein Gott. Oh Gott, ich habe, glaube ich, gerade zu viel getrunken. Oh Gott, nein, das ist die Saugattacke. Sehr schön, ich habe es geschafft, der Saugattacke zu entrinnen. Und jetzt hau ich ein bisschen mal rein. Oh. Meine Waffen sind, glaube ich, gar nicht so gut gegen ihn gerade hier. Oh Gott, ich stehe gerade total beschissen, glaube ich. Und, boah, tut mir leid. So, trink was, trink was. Oh Gott, das war das letzte. Und, okay. Wie viel Lebenspunkt hast du noch? Gar nicht mehr so viel. Ich aber auch nicht mehr. Ich könnte noch Menschlichkeit, da war's. Nein, Menschlichkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist was. Menschlichkeit, nimm sie, schnell. Ja, ich weiß, ich glaube, ich habe an einer Stelle einfach zu viel Zeug gesoffen. Okay, nächster Versuch. Der Rückweg ist übrigens lang, weil das Leuchtfeuer vor dem Dings, also beim Feuerbandschrein nicht da ist. Ich probiere es jetzt mal mit einer blitzverzauberten Waffe von Anfang an. Mal sehen, ob das was wird. Ja, ansonsten abwehren. Oh, sehr schön. Und? Ja, das sieht... Oh Gott, er macht seinen Sauger, oder? Nein, doch nicht. Er macht... Oh Gott, das habe ich ganz vergessen, dass die sowas auch noch können. Bitte nicht treffen lassen. Und... Habe ich jetzt aufgeschaltet oder nicht? Ich verwahre jetzt jedenfalls meine Pyromantie einfach mal. Oh oh. Oh oh. Und tot. Boah. Nun, nun, nun. Ich habe in aller Verzweiflung mal mein Murakumo-Dingsbums angelegt. In der Hoffnung, dass es vielleicht bessere Ergebnisse erzielt. Das Problem ist, ich muss es nur zweihändig, oder ich kann es nur zweihändig führen. Und kann deswegen nicht gescheit blocken. Deswegen hoffe ich, dass ich mit ein bisschen gescheitem herum... Bitte nicht umbringen! Herumrollen. Aua! Aua! Ja, oder auch nicht. Okay, das sieht schlecht aus. Deswegen vertage ich den Kampf gegen die vier Könige auf einen Zeitpunkt, an dem mir ein paar Möglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Ich weiß, ihr seid enttäuscht, kann ich jetzt aber nichts dran machen. Nah. Nächstes Mal marschieren wir durch die Festung, die nun offen steht. Nämlich, Moment, ich kann noch... Ich kann wenigstens noch ein paar von euch wahrscheinlich wieder für mich gewinnen. Wenn ich jetzt sage, ich zeige mal nicht den Chaossturm. Nicht den, oder? War es der Chaossturm? War es der, ja, das war doch der Chaossturm. Indem ich den kurz demonstriere.
Moment, dazu muss ich die Pyroflamme in die Hand nehmen. Jetzt seht ihr 20 Aufladungen, denkt ihr doch bestimmt, wow, ist doch viel besser als deine blöden 4 Aufladungen von dem Dingsbums. Nein, ich jetzt demonstriere es gleich, warum. So, jetzt locken wir den erstmal, den Schlangentypen da herunter und gehen auf diesem Schalter, weil er lustigerweise dann von der Falle erschossen wird. Yay! Und in zweiter Instanz gehe ich zu diesem Typen hier und denke mir, Scheißdreck. So, jetzt werde ich meine super tolle Magie benutzen. So, das Problem... Ich meine, ich werde meinen super tollen Estus-Flakon benutzen, weil ich verraffe, den richtigen Knopf zu drücken. So, das Schöne ist... Man kann damit nicht zielen. Das andere Blöde ist... ihr seht, ich habe nur noch 3 Aufladungen übrig. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich es verwende, also jetzt... Jetzt! Passiert nicht mehr viel. Wie gesagt, man kann mit dem Ding A, nicht zielen. B, ich brauche ewig lange, bis das Ding mal losgeht. C, ich kann unterbrochen werden währenddessen, wenn mich Schaden trifft. Und da ich D, leichte Rüstung trage, habe ich keine Balance. Das heißt, ich kann solche Schläge nicht aushalten, ohne meine Konzentration zu verlieren. Beziehungsweise ich werde dadurch gestaggert. Wie heißt es auf Deutsch? Benommen gemacht. Ich verliere meine Haltung. Und D, sollte man, ja, in die solche Bredouille kommen, dass sich es echt lohnt, den Chaossturm gegen eine Mehrzahl an Gegnern zu verwenden, ja, dann ist man ohnehin eigentlich am Arsch, weil man sollte es tunlichst vermeiden, hier in Über- oder gegen eine Überzahl anzutreten. Meistens jedenfalls. Gut, und beim nächsten Mal dürfen wir dann hier durch. Bis dann, ciao!